Hallo meine kleinen Jedi-Wölfe, wir sind zurück bei Lego Star Wars und wir sind gleich wieder mit meinem kleinen Lieblingsgrünling unterwegs, dem Yoda. Machen hier noch ein bisschen kaputt, weil Stats schaden nie und wollen uns jetzt der neuen Mission widmen. So, wir müssen erstmal hier lang. Ja, Leute, Weihnachten steht vor der Tür, wie sieht's denn so bei euch aus? Alle schon fertig vorbereitet? Ich hoffe mal schon. Bei mir ist soweit alles soweit fertig. Gut, ich muss zugeben, die letzte Woche jetzt vor Weihnachten ist ein bisschen katastrophal gestartet. Auch heute ist wieder ein bisschen katastrophal. Oh, wir werden. Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist auch schon richtig unglaublich. Wir haben es jetzt mit unseren guten Klonkriegern, unseren guten Freunden zu tun. Für die wir immer da waren. Mit denen wir durch dick und dünn gegangen sind. Nee, also, aber was ich sagen wollte, ist, meine Woche war ein bisschen chaotisch. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Waschmaschine. Hab schon gedacht, die geht jetzt auch kurz vor Weihnachten kaputt. Dadurch auch das Badezimmer unter Wasser gestanden. Und ja, gesundheitstechnisch haben meine Kinder auch ein bisschen Probleme gemacht. Und. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn alles gut ist und als wenn alles auf dem richtigen Weg ist, um entspannte Weihnachten zu haben. Ich hoffe, ihr wart auch klug genug, alles im Vorfeld schon ein bisschen vorzubereiten und jetzt nicht mehr allzu viel Stress zu haben. Es reicht, wenn sich der arme Yoda jetzt ein bisschen Stress einhandeln muss mit dem bösen Sidious. So, aber bevor wir uns mit dem wahrscheinlich messen dürfen, ja, ich sehe schon, hier sind auch wieder jede Menge Klonkrieger. Wir müssen mal hier noch ein bisschen aufräumen, bevor wir da hoch können. Leute, hört auch nicht so viel zu beschießen. Das ist unfair. Ich bin nur ein kleiner grüner Jedi. Mit einem großen grünen Schwert. Das euch ganz schön Aua macht, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Oh, hast du Angst? Oder warum zappelst du so rum? Egal. Jetzt bist du weg. Ist noch irgendwer da? Oder sind jetzt alle zur Ruhe gebracht hier? Gut, okay, dann können wir weiter. Meister Yoda. Ich habe vernommen, einen neuen Schüler ihr habt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber Darth Sidious nennen? Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Na, das kann ja ein lustiger Kampf werden. Am Ende eure Herrschaft ist. Ui. Und nicht kurz genug sie gewesen ist. Ganz genau. Na komm. Ich kriege platt. Ich habe unbegrenzte Macht. Als Jedi habt ihr davon keine Vorstellung. Okay, ich glaube, da in die Mitte darf ich noch nicht springen. Wenn ich das versuche, macht er mir Aua. Und ich mach Bumm. Also muss ich erstmal hier sein. Oh, oh. Jetzt hör auf, mich anzuzielen hier. Ja, ich habe schon gemerkt, der will mich hier mit irgendwas beschießen. Aber wie kommen wir jetzt an den ran? Hallo? Muss ich irgendwelche Sachen hier klein hauen und neu zusammenbauen, oder? Oh. Ich muss weg hier. Ich muss hier raus. Oh ja, da kann ich was bauen. Kann ich damit irgendwas anfangen? Zack, 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 zack. Lauf, Meister Yoda. Aua. Hier gibt es Aua. Für euch. Aua. Hey, ich drück doch springen. Warum springst du nicht? Jetzt. Geht doch. Nur einen Moment. Er lässt nach. Jetzt müssen wir angreifen. Okay, ach so, das ist nur eine neue Barriere, wie letztes Mal auch, die ich aufbaue. Aber jetzt ist er erschöpft, nachdem er seine drei Attacken durchgeführt hat. Jetzt kann ich mit ihm kämpfen. Gut. Okay. Entschuldigung, ich muss erstmal reinkommen. Ich kenne seine Intervalle noch nicht. Ich kenne seine Attacken noch nicht. Ich habe das alles hier noch nicht ganz durchblickt. Ich könnte daher so manches.
auf die Nuss kriegen. Verdammt, ich muss zugeben, das nervt mich so ein bisschen. Aber das haben ja einige Spiele so an sich. Wenn man mitten in einer Attacke ist, man kann diese Attacken nicht mehr abbrechen. Und schafft es denn auch nicht mehr auszuweichen. Und diese Attacken gehen manchmal viel zu lange. Da ich habe noch 1000 Schläge gemacht, obwohl ich eigentlich schon die ganze Zeit wieder springen gedrückt habe. Oh, jetzt aber. Zack. Das ist echt... Ich würde mich manchmal über so eine Attackenabbruchfunktion freuen, sodass ich aus meinem Angriff denn doch in eine Verteidigung zurückgehen kann und nicht das eine erst zu Ende führen muss. Ihr seid kein Gegner für mich, Meister Yoda. Euren Schüler mitbringen, die er sicher hätte sollen. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt fängt er schon wieder mit seinen blöden Blitzen an. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Das Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns beiden. Vertrauen in eure neuen Schüler etwas leichter okay, bist, sein mag. Wie auch euer Vertrauen in die dunkle sicher? Seite der Macht. Allerdings, es ja, Yoda vorbei. Wird ihn ja ganz leider nicht aufhalten. Nicht. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Nicht einen Moment der Ruhe wir ihm geben werden. Aber ich meine, das wussten ja sogar schon alle, dass er es nicht schaffen würde, ihn aufzuhalten. Als man den Film damals das erste Mal gesehen hat. Und warum? Tja, weil Teil 4, 5 und 6 natürlich vor 1, 2 und 3 rauskam. Also, von daher war das keine große Überraschung und das ist auch hier keine große Überraschung, dass wir es nicht schaffen. Aber trotzdem müssen wir den Kampf auf gewisse Art und Weise bestehen. Ja, den werden wir auch schon finden, keine Sorge. Wir müssen hier runter. Jetzt! So. Ja, ich bin doch schon längst weg. Ich bin schon längst woanders. Zack. So. Und nun? Ah ja. Ich kann da was zusammenbauen. Und jetzt kann ich da aufs Knöpfchen gehen. Ja, und jetzt? Passiert nichts. Ich brauche. Ah, ach so. Okay. Ja, da ist ein Terminal. Ich sehe es schon. Gut. Dann müssen wir einmal hier rüber wechseln. So, und einmal kurz Computer hacken. Zack. Zack. Komm, das ist ganz easy, das kriegen wir leicht hin. Zack, fertig. Hör zu. Auf geht's. Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut, nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Ach, sowas wie jetzt? Ich glaube, jetzt gehe ich mal wieder auf Yoda. Ey, wieso ist er kaputt gegangen? Uiuiui, ouch, 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 ouch. Bleib mit deinem Blitzen da, wo sie hingehören. In deinem eigenen Hintern. Ich kann die nicht gebrauchen. Das macht Aua. Und ich habe ja gesagt, ich werde hier bestimmt einige Mal kaputt gehen. Diesmal war ich nicht so naiv und habe gedacht, oh, vielleicht könnte ich das ja mal schaffen. Aua, er hat mich doch wieder getroffen. Hä? Was ist jetzt schon wieder? Achso. Vertraut mit seiner Och nö, jetzt geht er schon wieder stiften. Na los, Meister Yoda. Wir dürfen ihn nicht kommen lassen. Ey. Warum gehen bei Lego-Spielen die Bosse immer so häufig fliehen? Ich will doch nur einmal kämpfen. Ah, ja. Seht die wahre Macht der Yoda. Dunklen Seite. Ich wollte gerade sagen, reiß dich zusammen. Wir müssen darüber springen. Komm. Springen? Ich meine natürlich springen. Was ist denn springen? Oh, 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 oh. Wieso hat das Ding mich jetzt getroffen? Ich war doch gar nicht auf dem Boden. Ich war doch in der Luft. Also theoretisch wäre das doch das Gleiche, als wenn ich hochgesprungen wäre und abgehauen wäre. Order 66 aus. Nee, das werdet ihr nicht. Das habe ich euch nicht erlaubt und von daher wird das auch nicht gemacht. Das Einzige, was ihr ausführt, ist, dass ihr kaputt geht. So. Ende im Gelände. So, und nun? Ich mach das mal kaputt noch. Hat das was bewirkt? Nö, ich glaube, das wäre ja sowieso passiert, oder? Ach, da kommt noch ein. Schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Nee, von deinen Handlangern lasse ich mich nicht eliminieren. Es kommen weitere Truppen. Ich lasse mich ja nicht mal von dir eliminieren.
Du sorgst zwar dafür, dass ich fliehen muss, aber das ist auch schon alles. So, darf ich jetzt endlich zu diesem Blödmann darüber? Ja, das wäre schön. Das können wir gerne jetzt beenden. Bam! Ins Exil gehen, ich werde müssen. Ja, leider konnte Yoda den Kampf nicht gewinnen. Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. So. Ja, mit Meister Yoda haben wir leider versagt, das Unglück aufzuhalten. Wir mussten jetzt fliehen, in Exil gehen, wie er schon gesagt hat. Und Obi-Wan, der versucht jetzt noch sein Bestes mit Anakin und Padme. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen und ich denke, dann wird Episode 3 bei Lego Star Wars auch schon beendet sein und wir werden zur nächsten Episode übergehen. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Wenn ja, lasst noch eine positive Bewertung da. Würde mich sehr drüber freuen. Außerdem könnt ihr auch gerne noch meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Damit würdet ihr mich auch stark unterstützen. Gerne schreibt auch was in die Kommentare. Ist immer gut für den Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns denn morgen wieder. Bis dahin. Au! Bye, bye!